Moin Moin und Waldmanns Hi. Titel verrät es schon, wir wollen heute über Axion-Geräte schnacken. Ich hatte im letzten Heimjahr die Möglichkeit, alle drei aktuellen Axion-Geräte von Pulsar testen zu können und sie auch zeitgleich zu Hause zu haben, dass man auch so ein bisschen Vergleiche ziehen konnte. Hab hier und da auch auf Instagram, meiner Story hier, meiner Story da, auch in ein oder zwei YouTube-Videos mal Material von den Axions verbaut. Und wie das immer so ist, dann kommt irgendwann die Frage auf, Felix, welches ist denn jetzt das Beste? Und das ist eine Frage, die kann ich so einfach nicht beantworten. Da sind zu viele Faktoren, die da reinspielen. Es ist immer erstmal zu klären, was habe ich damit vor? Will ich ein reines Spotting-Gerät? Will ich auf 50 Meter Kehrungsdistanz ansprechen? Will ich auf 150 Meter im Feld ansprechen. Es ist auch eine Budgetfrage, weil wir reden von drei Geräten in drei verschiedenen Leistungsstufen, die dementsprechend auch drei verschiedene Preisstufen haben. Man muss sich also vorher mal Gedanken machen, was will ich, was brauche ich und was will ich ausgeben. Und aus dem Grund kann ich so aus dem Stegreif gar nicht sagen, was das Beste ist. Ich habe mir aber überlegt, wenn jemand sagt, ich will ein Axion. Es ist klein, es ist leicht, es ist handlich, passt mir in meine Hand super. Die Bedienbarkeit mit den Knöpfen, ich komme mit den Fingern überall dran. Ich bin mir nur so unsicher, welches. Da habe ich gedacht, da kann ich euch helfen. Und aus dem Grund war ich mit Marius im Wildpark. Und hier, ja. Credits gehen raus an Marius. Marius hat die meiste Arbeit mit diesem Video gehabt. Marius hat eine Halterung gebaut, wo wir drei Axions und die Kamera, mit der ich sonst immer so filme, die kleine, nebeneinander montieren konnten, hat das alles millimetergenau ausgerichtet, scharf gestellt. Und dann sind wir ein bisschen durch den Wildpark gepilgert und haben Aufnahmen für euch produziert. Genau, immer parallel, dass man sehen kann, welches Gerät gibt welches Bild auf welche Distanz. Eins von den Geräten, das XQ35, ist eine LRF-Variante, also mit Laser Rangefinder. Bei dem Gerät haben wir immer auf den Auslöser vom Entfernungsmesser gedrückt. Dass ihr auch wisst, das Wild, was wir jetzt gerade in dem Video beobachten, wie weit steht das überhaupt weg, dass man da so ein bisschen Gefühl für bekommt. Ein kleiner Fauxpas ist passiert. Wir wollten es komplett neutral haben, also wirklich komplett saubere Vergleichswerte und haben aus dem Grund alle Geräte, bevor wir losgelegt haben, auf die Werkseinstellung gesetzt. Das ist, glaube ich, Kontrast auf 9, Helligkeit auf 11 und der Verstärkungsmodus sollte eigentlich auf normal stehen. Kleine Randnotiz für die Leute, die mit Verstärkungsmodus nichts anfangen können. Verstärkungsmodus ist dafür da, um schlechte Witterungsverhältnisse auszugleichen, wie hohe Luftfeuchtigkeit, Nebel, Regen, Schnee. Da kann man das Bild quasi noch so ein bisschen boosten. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich sagte gerade, es ist ein Fauxpas passiert. Ja, das XM30F steht in den Werkseinstellungen leider auf hoch, Verstärkungsstufe hoch, und die anderen beiden Geräte auf normal. Ist uns leider erst nachher beim Schneiden aufgefallen. Aber da es ja die Werkseinstellungen sind und wir mit Werkseinstellungen arbeiten wollten, haben wir es jetzt einfach so gelassen. Ich habe euch aber gerade hier im Dammwildgatter oder am Dammwildgatter vor der Haustür gerade nochmal einen Clip aufgenommen, wo ich diese Stufen, die drei, auf dem XM30F durchgeschaltet habe. Also normal, hoch, ultra. Seht ihr jetzt gerade im Moment, nur dass da nochmal bewusst ist, was diese Verstärkungsstufen mit dem Bild machen. Das Gute an der Sache ist, dass nur das XM30F mit Verstärkungsstufe hoch gestartet ist. Zu dem Gerät habe ich nämlich ein separates Komplettvideo gemacht. Verlinke ich euch oben. Wer da noch Interesse an Bildmaterial hat, wird da auch noch fündig. So, und jetzt habe ich genug geschnackt. Feuerfrei für Wild im Wildpark auf unterschiedliche Distanzen. Im direkten Vergleich von allen drei Axion-Geräten. Thank you.
So, und damit wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch als Axion-Interessierte ein bisschen die Unterschiede in der Bildgebung nahebringen, konnte vielleicht dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung helfen und sage wie immer, denkt dran, wem es gefallen hat, ein Däumchen ist ein Träumchen und wir sehen uns im nächsten Video. Horido und Waldmannsheil.